Normalerweise landen nur die großen Ausstellungen in den Feuilletons, aber wir schauen auf das große Engagement und die herausragende Leistung vor Ort. In Baden-Württemberg gibt es so viele kleine und mittlere Museen, die keine Unterstützung haben und die leben davon, dass Menschen mit Herzblut das am Laufen halten. Und die sind der Motor der Kultur in ihrer Region. Die tragen diese Museen und da muss man mal hingucken und diese Leute muss man würdigen. Ja, der Museumspreis ist eine einmalige Chance, hier im Land ausgezeichnet zu werden und es ist der bestdotierte Preis in ganz Deutschland und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall mitzumachen. Der Museumspreis ist ja nicht nur mit Geld verbunden, sondern er würdigt herausragende Museumsarbeit. Das ist ein nachhaltiger Effekt, der einmal im Museum wirkt, mit den Mitarbeitern, aber auch in der Kommune, in der Region. Sie bekommen natürlich Öffentlichkeit. Es ist immer ein großes Fest, die Verleihung des Museumspreises mit vielen Gästen und natürlich schöner Presse. Und das kann doch jeder gut gebrauchen. Wir haben natürlich ganz viele Kriterien, so vielfältig wie die Museumsarbeit ist, vom Sammeln bis zum Ausstellen. Die Museen, die sich bewerben, müssen nicht unbedingt groß sein, aber sie sollten natürlich Großes leisten. Im Grunde hat jeder eine Chance, vor allem dann, wenn er gut aufgestellt ist, wenn er mit der Zeit gegangen ist. Als Jury ist uns wichtig, dass die Museen nachhaltig arbeiten, das heißt, keine Eintagsfliegen sind. Dass es eine gute Vermittlungsarbeit gibt für Kinder, für Jugendliche, für Menschen aus allen Schichten. Dass man auch sieht, dass ein Museum über die eigene Arbeit nachgedacht hat, ein Leitbild hat. Aber keine Sorge, man muss nicht alle Kriterien gleichzeitig erfüllen. Sie müssen genau begründen, wo Ihr Profil, Ihre Einmaligkeit liegt. Sie müssen ihr extra ausarbeiten. Sie müssen uns sagen, warum Ihr Haus so besonders ist und warum es besonders für Besucher ist. Wenn man sich für einen Preis bewirbt, muss man überzeugt sein. Und diese Überzeugung müssen die Museen rüberbringen, die Begeisterung für die eigene Arbeit. Das muss uns das Museum klar machen, was ist die Besonderheit an diesem einen Haus. Mehrfachbewerbung lohnt sich auf jeden Fall, denn wir können ja jedes Jahr nur 2 Preise vergeben. Und es gibt so viele tolle Museen im Land. Da gehört natürlich ein bisschen Glück dazu. Man weiß nie, wie das Bewerberfeld im jeweiligen Jahr war. Und es ist wie immer bei Lotto, jede neue Chance bringt ein jedes neues Glück. Und dann hat man große Chancen, diesen Preis zu gewinnen. Machen Sie mit, bewerben Sie sich um den Lotto-Museumspreis, bleiben Sie hartnäckig, bleiben Sie am Ball. Also einfach jedes Jahr wieder bewerben. 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 Und irgendwann klappt's.